Hallo und grüß euch. Ich habe heute Stephanie Taubenheim von Fabergie bei mir zu Gast. Ich habe sie vor kurzem kennengelernt bei einem Forschertreffen in Deutschland und sie war auch dann nach kurzer Zeit schon in Österreich, weil sie sich so für die Steine und die Wanderungen interessiert. Ja, und jetzt habe ich einige Fragen an die Stephanie, weil sie hat mir von ihrer Fabergie erzählt. Und es wäre für mich auf jeden Fall und auch sicher für euch interessant, mehr von Stefanie zu erfahren. Was kann man sich unter deiner Farbenmeditation vorstellen? Wie bist du dazu gekommen oder was hat dich dazu bewegt? Ja, also was mich dazu bewegt hat, war halt, dass ich als Kind schon immer gerne gemalt habe und gerade wenn mich emotional was belastet hat, dann bin ich immer an den Schreibtisch gegangen und habe dann gemalt und merkte einfach, dass es mir gut tat und das habe ich dann auch wirklich total vergessen. Habe ja meine Raumausstattung leere gemacht und irgendwann war mir das ein Bedürfnis, mich selbstständig zu machen, weil ich einfach gemerkt habe, wie wichtig Kreativität für die Menschen ist. Und dann, ja, wollte ich mir ein Konzept überlegen und dann ist mir diese Maltechnik wieder eingefallen oder irgendwie was in meinem Herzen hat mich dazu bewegt, eine Technik mit Öl auszuprobieren. Und ich habe lange überlegt, wie das klappen könnte und wie das funktionieren könnte. Das war, ich weiß, ist das irgendwie in mir drin. Ich hatte ein Bild gesehen und das wollte ich gerne machen. Und so war dann mein Seminarkonzept geboren. Und zwar, ja, malen wir mit Öl und mit den Händen. Und das ist ein Bild, was ich in meiner Kunsttherapieausbildung gemacht habe. Das kam auch so aus mir heraus. Und das war das erste Bild, was ich mit dieser Kreide gemalt habe. Und seitdem bin ich von dieser Technik so begeistert und fasziniert, dass ich das in meinen Seminaren anwende. Ja. Aber wenn ich zu dir komme in den Seminar, muss ich da schon malen können vorher? Muss ich da schon Nein, gar Vorkenntnisse nicht. haben? Nein. Also das wird ein Tag sein, wo wir uns einfach so zeigen können, wie wir sind, wo wir einfach echt sein können, authentisch sein können, wo wir auch mit Themen oder wo wir an Themen kommen können oder wo wir an Themen kommen, von denen wir nie gedacht haben, dass sie in uns sind. Und das ist einfach so schön, diese Ehrlichkeit zu spüren. Und es gibt Tipps mit zur Achtsamkeit, wir machen Bewegung. Also es ist eigentlich so ein Wellness-Tag auch für die Seele, um uns einfach nochmal daran zu erinnern, was wir tun können, damit es uns gut geht. Ja, und im Anschluss malen wir dann quasi unser Seelenbild sozusagen. Ja, und in diesem Seelenbild, da können wir so eine tiefe Verbundenheit zu uns selber finden, weil wir ja, weil wir kreativ sind und aus der Kreativität entspringt einfach Freude, Mitgefühl und Liebe vor allem. Und in dieser Liebe, Verbundenheit zu uns selber können diese Themen eigentlich aufkommen, die da sind. Vielleicht zeigt sich das vorher schon, bevor man sich anmeldet. Also mir ist es mal so gegangen auf einem Seminar, dass sich das vorher schon irgendwie gezeigt hat und ich mit Kopfschmerzen hingefahren bin und wirklich dann auch die Zeit hatte, mal zu gucken, was steckt einfach hinter diesem Schmerz. Und ich biete dann Raum und auch die Leinwand, die bietet einfach so einen Spiegel, wo wir uns halt sehen und fühlen können, wo wir uns wahrnehmen können. Und dadurch, dass wir mit allen Sinnen arbeiten, dass wir mit den Händen die Farbe auftragen, sind wir so im Fühlen und so bei uns. Ja, dann gibt es auch schöne Musik und all das ist ja auch Schwingung, Musik. Und die Frequenzen oder ja, und auch die Farbe hat Frequenzen, die die Seele zum Schwingen bringt. Und dadurch kommen wir auch an unsere Themen. Und es ist halt ein schöner Raum auch da, wo andere Menschen ja auch irgendwas verarbeiten möchten oder müssen sie ja gar nicht. Die können sich ja auch einfach über ihr Leben freuen und einfach ein schönes Freudenbild malen. Und dann haben wir halt so ein Vision Board. Wir haben dann ein Bild, was mit uns spricht. Und das ist einfach so das Geschenk von diesem Tag, dass wir da einfach sehen können, ja, wie es uns geht. Und oft ist es so, dass wir es gar nicht sofort sehen, sondern dass erst Wochen später uns das Aha-Erlebnis kommt. Und das ist einfach das Schöne, ja. Es waren ja schon einige Menschen bei dir. Also wie sind dann die Resonanzen oder wie hoch ist da so der groß das Erfolgserlebnis dann? Ja, das ist immer wieder spannend, weil ich manchmal auch denke, ach, ne, da ist ja irgendwie ja, nichts passiert oder wie auch immer, aber wenn ich dann zum Kunden fahre und dem ein Bild bringe und ich sehe dann dieses Bild, was die bei mir gemalt haben, dann dachte ich, ja, genau so war es, ne? Also das hat sich dann wirklich so herausgestellt, dass das eins zu eins passte, ne? Also,
So freiheitsliebende Menschen, die sieht man dann in dem Bild. Und ich kenne sie ja gar nicht, aber im Laufe der Zeit lernt man die kennen und dann denkst du, genau das ist in dem Bild drin. Oder ich kriege ein halbes Jahr später einen Anruf oder ein Kunde oder ein Teilnehmer meldet sich wieder zum Seminar an und erzählt mir dann, was in dem halben Jahr passiert ist. Dann bin ich ganz berührt und denke, wow, ne? Da kann sich manchmal ein Schalter umlegen. Und es ist ja auch das Interessante, wenn man so sein Bild nicht leiden mag und man denkt, boah, ist das doof und es gefällt mir irgendwie nicht. Und ja, das sieht einfach nicht schön aus. Und wenn man dann in diese Resonanz mit diesem Bild geht und man so mit dem spricht, Ja. dann, ja, dann gibt es Antworten. Und manchmal legt sich ein Schalter um. Und ja, ich begleite diesen Prozess an diesem Tag und das ist einfach was ganz Besonderes. Ja, Stefanie, somit sage ich danke für deine Zeit, für deine Informationen und werde noch im Anschluss alle deine Kontaktdaten verlinken und freue mich schon auf eine spannende Zeit in deiner Heimat und bei deinem Seminar. Ja, Danke. danke schön. Vielen Dank, Roman. Und Danke ich bin auch. so gespannt, wie dir das gefällt, die Farbmeditation. Ja. Ja, es wird auf jeden Fall ganz, ganz schön werden, da bin ich mir sicher. Ich bin mir auch sicher.